Wir sind ja in Krefeld-Oerdingen auf dem Marktplatz und wir machen hier Demonstration und Warnstreik zur Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Wir fordern 5,5%. Die Arbeitgeber haben bisher ein mickriges Angebot gemacht und da müssen wir zeigen, dass uns das nicht reicht. Ja, es sind also Betriebe hier, Siemens ist der größte Betrieb hier in Oerdingen. Wir sind von THW da, Presswerk Krefeld hier aus Linn und noch ein paar kleinere Betriebe sind da. Also sind schon einige hundert hier. Und ich kann zu unserem Betrieb sagen, bei uns steht die Produktion heute in der Frühschicht und sie wird auch in der Frühschicht nicht wieder aufgenommen. Wenn hier Schluss ist, werden die Kollegen das nutzen, ein bisschen vom schönen Wetter noch mitzunehmen. Wir fordern 5,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Wir haben unseren Unternehmen in den letzten Jahren so viel Milliarden Gewinne beschert, wir wollen jetzt die Scheibe vom Kuchen abhaben. Wir brauchen die 5,5%, weil jeder von uns muss Strom bezahlen, muss an die Tankstelle und zum Leben muss auch noch ein bisschen überbleiben. Und was sie uns bis jetzt angeboten haben, ist noch nicht mal die Inflationsrate, es reicht. Was besonders wichtig ist, dass ja die Binnennachfrage gestärkt wird, damit die Kollegen wieder Geld in die Tasche haben, denn die geben es aus. Im Gegensatz dazu, wenn ich das Geld im Hoeneß geben würde, dann würdest du dann nur die Schweiz schleppen. Unsere Kollegen geben es aus und dann kommt dann letztendlich den Arbeitgebern auch wieder zugute. Wir als junge Menschen brauchen die 5,5%, weil wir nicht mehr alle zu Hause wohnen. Die Mietpreise steigen auch stetig und wir müssen auch unsere Autos finanzieren. Also ich denke, die Stimmung hier ist ziemlich gut. Perfektes Wetter dabei und ich glaube, jeder weiß, wofür wir hier kämpfen. Die Stimmung hier am Oerdinger Marktplatz ist noch sehr verhalten, aber ich weiß von meinen Kollegen, wir sind auf Krawall gebürstet. Und wenn bis Pfingsten kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch liegt, rufen wir die Urabstimmung aus und dann geht's rund mit der Paula. Wenn nach der nächsten Tarifverhandlung kein gutes Angebot ankommt, werden wir Kollegen bei Siemens und ich denke mal überall unsere Arbeit niederlegen und richtig dafür kämpfen. Hier in NRW wird nächste Woche Montag verhandelt und haben Sie ja eben gehört, wenn bis dahin nichts ist, am Dienstag ist Vorstandssitzung, wenn bis dahin kein vernünftiges Angebot vorliegt, ja, dann müssen wir über andere Maßnahmen nachdenken, Urabstimmung, Streik, auch dazu sind wir bereit. Und ich glaube, das haben wir heute hier bewiesen, dass die Kollegen hier in Krefeld auch dazu bereit sind. Also erstmal empfehle ich, jeder, der nicht in der IG Metall ist oder in seiner Gewerkschaft, der Gewerkschaft beizutreten, denn nur gemeinsam sind wir stark. Es geht um unser Geld und wir müssen langsam aber sicher zusammenstehen und loslegen. Macht mit bei den Gewerkschaften, weil gemeinsam können wir was erreichen. Jeder Einzelne wird nicht in der Lage sein, das zu erreichen, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der IG Metall gemeinsam erkämpft haben.